Schon immer sucht der Mensch eine Beziehung zum Göttlichen. Im eigenen Herz, in der Natur oder in der Religion. Die spirituellen Wege sind vielseitig. Ganz herzlich willkommen. Schön sind Sie wieder dabei bei unserem spirituellen Weg. Diesmal sind wir unterwegs im Bündnerland. Und zwar heute im Val Lumnezia. Auf Deutsch sagt man im Lugnez. Hier möchte ich ein paar besondere und mutige Frauen treffen. Eine Sängerin, die ein uraltes Lied singt. Eine Kräuterfrau und Jägerin, die mir ihre Kraftorte zeigen. Und einen alten, fast vergessenen Brauch. Wir sind im Lugnez, im Tal der Frauen. Ja, man erzählt, da haben im 14. Jahrhundert Frauen aus dem Lugnez, aus dem Tal, ihr Tal verteidigt gegen Grafen aus dem Rheintal. Und sie haben hier den Abhang ab, eine ganze Lawine von Stein und Holz abtunnern auf den Find und haben dann so vertrieben, die mutige und tapfere Frau aus dem Lugnez. Fast ein bisschen wie bei der Schlacht bei Morgarten. Darum heisst das alte Tor beim Taleingang jetzt auch Frauentor. Oder Porclas auf Romanisch. Und die Lugnezerinnen sind seither auch Las Valerusas, die Tapferen. Ja, das Val Lumnezia erstreckt sich von da unten, von Ilanz bis ufe nach Vrin. Von Ilanz, Vrin und zu der Greina-Ebene. Das sind auch ganz alte Wege Richtung Süden. Am Anfang des Tal liegt Bleif. Dort steht die älteste Kirche im Tal, die Pfarrkirche vom Heiligen Vinzenz. Alte Urkunden zeigen, dass an diesem Ort seit dem 9. Jahrhundert schon immer eine Kirche gestanden ist. Die Elisa Bolliger organisiert Führungen zur Frauenkulturgeschichte im Lugnez. Frau Bolliger? Herr Bischof Berger, ja, das wird. Guten Tag. Sehr grüezi, Herr Bischof Berger. Ich bin hier bei Porclas, bei diesem Frauentor vorbeigekommen. Spielen denn die Frauen wirklich eine spezielle Rolle in diesem Val Lumnezia? Es hat Wildkräuter, wunderbar, wo natürlich die Frauen schon immer gewusst haben, für was man die braucht. Es hat Frauenheilige, es hat ganze Altäre mit Frauenheiligen. Mhm. Es gibt Brüche und Sagen und Märchen, die viel von dieser Frauenkraft erzählen. Und da in dem Textbild, das so schön goldig gerahmt ist, werden die Frauen von Porclas geehrt. Die waren so tapfer gewesen, ja. Aber darum dürfen sie auch in der Kirche recht sitzen und dürfen zuerst zur Kommunion als Dank. Normal ist ja umgekehrt, oder? Die Frauen sitzen also traditionell links. Traditionell, genau. Ist das mehr als eine Legende? Also, es gibt auch die Leute, die sagen, ursprünglich war der Chor der Kirche nach Osten orientiert, mhm, wie alle alten Kirchen zum Sonnenaufgang. Und da, weil das Gelände so rutschig ist, hat man nicht können vergrössern. Okay. Darum hat man die Kirche umgekehrt. Und bei der Erweiterung hat man sozusagen die Kirche in einem gewissen, jawohl, Sinn gedreht. Es ist ja möglich, dass das einen angestammten Platz, mhm, sie behalten haben. Eine kleine Tafel für die tapferen Frauen und gerade obendrauf das Riesenbild von der Schlacht bei Lepanto, wo nur Männer abgebildet sind. Die Frauen verschwinden aus der Geschichte. Die Männer schreiben die Heldengeschichten. Da vorne habe ich noch einen Georg entdeckt. Das ist aber immer der, der halt den Drachen umbringt. Ja, also der Georg ist ja ein ganz alter Heiliger aus der Kirche. Ein Drachentöter ist er erst worden im 12. Jahrhundert. Vorher war das nicht so. Der Drache repräsentiert einfach die Erdkräfte. Und Drachentöter ist er geworden, wo man dann all dem Dunklen, Fremden, Unheimlichen, das Böse gesagt hat. Da
bekämpft er jetzt Böse in diesem Drachen. Da war ein Hexenverbrennungsplatz. Es hat so in der Mitte des 17. Jahrhunderts, etwa 100 Jahre lang, Hexenverbrennungen gegeben. 12 Frauen und 2 Männer sind dann umgebracht worden. Aber mehrheitlich Frauen? Ja. Ich denke, in diesen schwierigen Zeiten, wo es wirklich Misere gegeben hat, also es sind Pestwellen durch das Tal, es hat die Bündnerviren gegeben. In dieser Zeit. Es hat eine Gegenreformation gegeben. Es hat dazu geführt, dass man einen Sündenbock gesucht hat. Aber die Frauen müssen anheben. Und dann sind Frauen, wahrscheinlich viele alleinstehende Frauen oder die, die halt eben über Kräuter viel gewusst haben, die eigenständig waren, verbrannt worden. Elisa Bolliger will mir noch etwas Spezielles zeigen. Im nächsten Dorf, in Dejen. Da gibt es nur etwa 40 Häuser, dafür 2 Kapellen und eine Pfarrkirche. Die bäuerliche und die religiöse Welt sind eben eng miteinander verknüpft. Im Dorf begegnet uns wieder bekannte Motive. Da sind wieder Drachen. Ja. Da sind sie als Abwehr, Zauber oder Schutzgeister am Haus. Gegen das Böse, gegen die Unwetter. Sonnige Drachen findet man im ganzen Tal. Häufig vom Christentum vereinnahmt, wie auf dem Frauenaltar in der Pfarrkirche von Dejen. Das ist jetzt der Frauenaltar. 2 Männer, 7 heilige Frauen. Ganz links ist die heilige Barbara. Genau. Mit dem Kelch. Margareta. Katharina. Katharina. Und die Mutter Gottes. Mutter Gottes, Maria. Dann die heilige Ursula. Ja. Die heilige Verena. Und aha, Dorothea. Mit dem Blütenzweig und dem Blumenkörbchen. Und die Einheimische ist die Margareta, die Margareta. Ja. Für was steht die? Die hat den Drachen hier zu Füßen. Er ist wahrscheinlich so grün, auch weil er halt Erdkraft und Natur versinnbildlicht. Sie steht für Fruchtbarkeit, für Natur. Sie ist sicher so eine Erdmutter. Die Madonna auf dem Mond. Der Mond ist ganz wichtig für die Bauern und für das Wachstum und die Blumen und das Getreide. Dorothea. Und dann Zweig. Ja. Das heisst, ja, in dieser bürgerlich-katholisch-religiösen Welt ist mit den heiligen Männern und Frauen es ist alles geregelt. Sie sind gestanden für eine Qualität, die ganz lebenswichtig war. Ein Haufen heilige Frauen und Männer und ein Haufen Kapellen. Eine richtige Sakrallandschaft hier oben. Zudem habe ich hier oben noch eine gute Geschichte gehört im Tal. Jemand hat erzählt, im Mittelalter haben die Bauern dem Papst geschrieben, es seien einfach viel zu viele Viertig. Weil all die Heiligen haben natürlich einen eigenen Viertig gehabt. Sie kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Es müssen weniger sein. Gute Geschichte, oder? Heute sind all die Heiligen nicht mehr so wichtig im Leben der Menschen. Aber hinten im Tal haben all die Traditionen und das reiche Wissen der Bauern überlebt. Und es gibt Frauen, die sich von diesen alten Traditionen inspirieren lassen. Hier in Surcasti wohnt die Pirmina Caminada. Sie ist Kräuterfrau, Jägerin und die erste Wildhüterin vom Kanton Graubünden. Ja, hier ist der alte Übergang von früher. Was die grosse Brücke noch nicht hatte.
Im Lugnetz kennt sie jede Heilpflanze, jeden Kraftort und weiss, wo man welche Tiere beobachten kann. Oberhalb des Dörfchen Surgasti steht ein geheimnisvoller, etwa 2 Meter hoher Stein. Man sagt ihm Panoramamenhir. Und was heisst das Panoramamenhir? Menhir ist eigentlich wie eine Steinform. Also das ist so spitzig zulaufend. Und das sind also die alten Steinsetzungen. Man sagt, das Panoramamenhir von Surgasti, das ist ein Mittelstein von einem riesigen Steinkreis von der Surselva. Darum Panoramamenhir. Und da kann man verschiedene Peilungen machen, zum Beispiel von Piz Regina hin, führen auf Valera. Oder andere Verbindungen, wo auch Kirchen in einer Linie stehen. Oder Kraftort, Heilkultort. Und es ist wirklich der Stein dort in der Mitte von all diesen Peilungen. Der Pizza Regina sieht gerade ein bisschen ähnlich aus, oder? Von der Form ja, von der Form her auch so Pyramidenform. Panoramamenhir, Leute, die jetzt sagen, sehr kritisch, ah, das ist Esoterik, das ist einfach irgendwie der letzte Eiszeit, der Brocken hier hinkommen. Was sagen Sie diesen Leuten? Aber wenn man schaut, eben in Falera, dort hat man es ja wirklich fundiert untersucht. Und das sind wirklich also man hat die Steine gesetzt. Also die sind nicht zufällig da. Die hat man ausgerichtet, um die Energie zu bündeln oder auch als Kalender und so weiter hat man die wirklich bewusst angesetzt. Ich habe Valera besucht und habe ein paar Aufnahmen mitgebracht. Ihr müsst es anschauen. Da sieht man gut, die steht tatsächlich in einer Reihe und genau. Eine Kille. Ja. Ja, das war natürlich oft so, dass man die Kirche auf die Kraftort gesetzt hat später. Christlich überformt. Mhm. Ja, da sieht man jetzt sehr schön so die Reihe. Genau. Weiss man da etwas darüber, was die bedeutet? Da in unserer Umgebung, in der Selve, war Getreide sehr wichtig. Von Alters her hat man hier immer Getreide angepflanzt. Und eine von diesen Peilungen ist auch der 21. Mai. Das war ein sehr wichtiger Tag. Ab dann hat man das Getreide ausgesät. Vorher nicht. Und beim Sonnenaufgang haben die Steine natürlich immer Schatten geworfen. Und wenn der Schatten vom einen Stein genau auf den nächsten Stein gefallen ist, hat das eine Linie gegeben. Und dann hat man gewusst, jetzt ist der 21. Mai zum Beispiel. Und dann hat man angefangen, das Getreide auszusehen. Also bevor man den Kalender hatte und die Uhr, wie wir das heute haben, hat man den Stein gesetzt. Es gibt noch andere rätselhafte Steine im Lugnetz. Einer liegt mitten in einem Erlenwäldchen. Und das Wäldli soll auf einer sogenannten Störzone mit starken Erdstrahlungen liegen, sagt Pirmina Gaminada. Das sieht man den Bäumen an. Ja, ah, schau jetzt da. Der Baum tut wie ausweichen. Also, ja. Er geht wie auf einer Seite. Und weil die Störzone ist hier so stark, dass der Baum einfach eine andere Energie sucht, um gut wachsen zu können. Also, das tut ihm nicht gut. Ja. Mhm. Und merken Sie das? Also, es ist bei mir jetzt ich muss mich ganz fest konzentrieren, um klar zu denken. Also, es tut wie alles so durcheinander werfen. Aha. Dann bin ich auf den Stein, auf den Kraftort gespannt. Mich selber kribbelt es aber ehrlich gesagt nicht so. Das verwunschene Wäldli aber ist zauberhaft schön. Kann man doch ein bisschen absitzen. Ja? Ja, ich finde den Ort so eindrücklich, bis so da rundum das Grün eingebettet ist und der Stein so da liegt, wie wenn er eigentlich immer schon da gewesen wäre. Wie merken Sie, dass das hier ein Kraftort ist? Also es ist schon beim Herlaufen hat man so die Störzone und wenn man beim Stein ankommt, dann ist es so eine Ruhe da. Es ist ganz eine andere
Schwingung beim Stein. Also man kann hier neu ordnen, man kann das Problem anders anschauen, man kann Situation umwandeln und hier neu setzen lassen, neu ausrichten. Das kann man hier sehr gut machen. Okay, aber ich als Laie könnte sagen, wenn ich im Leben so Veränderungen kann, ist es gut, mal an einen Ort zu gehen, wo ich mich wohlfühle, wo ich ruhig werden kann. Ja, ja. Es ist hier auch ein Ort, der mitten im Erlenwald ist. Und die Erle ist ja in der Mythologie, redet man dort vom Feuerengel. Also mit grünen Flammen und rotem Blut. Und das symbolisiert so die weibliche Seite, auch, die mütterliche Seite. Die verwundete Heilerin. Also mit Frauen zu tun? Ja, hat auch mit Frauen zu tun. Hat sehr weibliche Energien hier. Ja. Jetzt, ich habe hier mit dem Ellenbogenproblem seit ein paar Wochen eine Entzündung. Gibt es da etwas, das Sie anbieten können? Ist es mehr also so der Knochen, der wehtut? Oder sind es Muskeln? Nein, sind oder Muskeln. Sind es Muskeln? Ja. Ja, ich glaube, morgen finden wir schon etwas auf dem Maiensee. Da okay. Habe ich schon ein Kraut, das ich. Und ich glaube, das könnte helfen. Ich bin gespannt. Aha. Mai quindisch dies meins. In die Eisele ide gal stavel giu, da giu sin in a nausha platta, gia isch cur glaus iubi sein alf. Pastor pece naquai ad aguri catau. Questo nie signuni esse ve, e qua stoni a signuni a sabè, c'hai ninna zezna pur gialla, nus avain. Se ti vuol quai buca di rora, se via o dar a ti, tra i sbialle scamiges, che pliti scorvunnes, e pli alves che le svenian. Quai via bu, quai prendia o bu, quai stoni e signuni e se ve, c'hai ninna zezna pur gial, nus avai. Wunderschön. Corinne Gurschelas, merci vielmal. Sie sind ja Sängerin, preisgekrönt aus der Gegend, gell? Interessiert sich schon lange für das Lied, für das Margareta-Lied, auch für die Kulturschätze aus der Gegend. Jetzt habe ich noch nicht viel verstanden. Um was geht es in diesem Lied? Es ist die Sage, die Legende von der Margriata, die 7 Sommer, weniger 15 Tage auf der Alp geschafft hat. Und zwar als Mann verkleidet. Und an einem Tag rutscht sie aus auf einer Platte und es verreistert die Bluse. Und der Pastor Petschen, der Hirtenbub, sieht, dass es eine Frau ist. Dann sagt sie, wenn du mich nicht verratest, dann kriegst du von mir die schönsten, wertvollsten Sachen. Zum Beispiel eine Bluse, die immer weißer wird, je länger dass du es trägst. Er sagt, er kann es nicht nehmen, er muss es erzählen. Und dann steckt sie ihn letztendlich drei Klafter tief in der Erde, muss die Alp verlassen und sagt, die Alp wird verdorren, der Brunnen wird versiegen und alle Kräuter werden nicht mehr grün. Und so ist es auch, die Alp verödet. Also da geht es für mich mehr um Fruchtbarkeit, aber es ist das Lied von der Sonja Margriata, von der heiligen Margareta. Wo versteckt sich denn die heilige Margareta? Ja, also in dem Lied kann man sagen, ist der Titel ist christlich und das Ende, das später angesetzt worden ist, ist christlich. Und alles andere ist heidnisch, sagt man, aber eigentlich vorchristlich und rätisch. Und da hinten gut versteckt gibt es eine heilige Margareta mit dem Drachen. Die
Das ist eine Märtyrerin aus der Christenzeit. Also quasi ist sie übergestülpt worden auf die andere Margriate. Und das ist die christliche Fassung. Schön ist, sie wird immer mit einem Drachen dargestellt. Das heisst, sie hat das Wilde und Unbändige zähmt. Der Ritter Georg, der bringt ja den Drachen um. Aber vielleicht hat ja die weibliche Energie das nicht so nötig, gerade etwas zu töten, sondern kann es vielleicht zähmen mit anderen Möglichkeiten. Im Romanischen ist der Dragoon auch, wenn die Flüsse über die Ufer treten oder Stein- und Schlammlawinen, also Naturgewalten. Und die hat die Margarete aus Antiochia quasi zähmt. Ich habe eine ganz schöne Darstellung gefunden, habe ich mitgenommen, aus Obersachsen. Das ist ja nicht weit von hier. Da hat es eine heilige Margarete, die den Drachen sogar trägt. Naturgewalt auf den Armen. Ja, vielleicht ist sie ja auch wieder eine Mischform zwischen der Margarete aus der rätischen vorchristlichen Zeit, wo ja Fruchtbarkeitsgöttin ist, oder auch die Rätia. Wo wir ein bisschen vergessen haben, dass wir Rätoromanen ja eine Mischung sind aus den Römern, die später gekommen sind, und vorher sind die Räter, die Rätier da gewesen. Und die hatten Göttinnen gehabt. Ich sehe in ihnen eben auch wieder das Rätische, dass man mit der Natur zusammen ist und nicht gegen sie. Es hat einen katholischen Bischof gegeben im Tal, den Christianus Caminada. Ihn hat das Lied auch fasziniert und dank ihm ist es überliefert. Was war seine Leistung? Ja, ich finde das wunderbar, dass er quasi als Christ und Bischof gewusst hat, dass in dem Tal so viele Zeugen noch sind von einer vergangenen Zeit, von der Zeit vor der Zeit. Und das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Er gewusst, dass es nicht einfach hier anfängt mit Jesus, sondern dass wir aufbauen auf einer anderen Geschichte und auf einer anderen, ja, geistigen Haltung in der Welt. Und das hat er untersucht. Quasi das Rätische braucht uns Vorchristliche. Quai via, quai pregnobu, quai stoni e signuni e sove, c'hai nina zetzna pur gialla, nos avai. Ausgerechnet ein katholischer Bischof, der Bischof von Chur, Christianus Caminada, 1962 gestorben, interessiert sich für heidnische Brüche, für das, was vor dem Christentum da war. Ihm haben wir sie auch zu verdanken, unter anderem, dass das Lied von der heiligen Margarete überhaupt noch überliefert ist, dass man das noch kennt. Und er hat sich interessiert, wie denn das Christentum das Heidnische überformt hat. Aufgewachsen ist schon da hinten, in Surin, ganz hinten im Tal, wirklich da, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen. Das Lied von der Sunce Margriata hat der Christianus Caminada im Lugnetz aufgezeichnet. Der Bischof ist in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Die alten Brüche und Lieder hat er hautnah miterlebt. Ein Haufen Erinnerungen an Bischof Christianus Caminada hat sein Neffe, der 87-jährige Rest Jerry Caminada, aufbewahrt. Dann haben wir alte Fotos noch vom Bischof Caminada. Das ist der Caminada selber, ja. Hätte er auch nicht gedacht, dass von da hinten mal ein Bischof kommt, oder? Nein, das eben nicht gerade. Aber das ist ja so. Und der ist so ein lieber Mensch gewesen und hat mit allen Leuten normal geredet. Das ist er nicht wollte. Er hat vielmals gesagt, als er Bischof nachher war, hat er viel gesagt, oh, die Ornamente und das tun ich nicht gerade so verrückt drauf, aber ich muss. Der Neffe erzählt mir, dass der Bischof sich schon früher für alte Geschichten interessiert hat. Die Bauern haben nämlich beim Pflügen immer wieder uralte Tonscherben und Bronzereste gefunden. Und zwar gerade neben Surin, auf diesem kleinen, abgeflachten Hügel. Dort hat es schon vor 4000 Jahren in der Bronzezeit eine Siedlung gegeben, mit dem Namen Crestaulta. In den 1940er Jahren hat man wissenschaftliche Ausgrabungen gemacht
und sehr schöne Tonkeramik gefunden. Aber keine Gräber. Erst später, in den 1960er Jahren, hat es dann eine grosse Überraschung gegeben. Und dann haben sie eine elektrische Leitung da gegen Frieden gemacht und haben dann eine Pfosten reingehauen. Und dann haben sie die Gräber gefunden, aber nur von den Frauen. Männer weiß ich nicht, was die hintun haben. Sepp hat sie auch hier runtergeworfen. Vielleicht. Ich probiere ein bisschen Geschichte zu erzählen, oder, von diesem Tal Lugnetz, vom Tal der Frauen. Das würde ja bestätigen, dass meine Theorie schon sehr alt wäre. Sehr schön. Ja, ja. Vielleicht haben die Frauen auch eine Oberhand gehabt. Sepp weiß ich denn nicht. Ja. Früher mehr als heute. Ja. Das könnte man vielleicht noch sagen. Das letzte Dorf im Tal ist Frin. Am italienischen Baustil der Kirche zeigt sich der Einfluss aus dem Süden. Oh, das ist ein schöner Dorfplatz. Von hier aus kann man über die Greiner Hochebene ins Tessin laufen. Früher war das eine wichtige Handelsroute. Die Leute von Frin haben ihre Waren bis auf Mailand verkauft. Hier oben ist die Pirmina Caminada aufgewachsen. Hier sammelt die Natur- und Umweltfachfrau immer wieder Heilkräuter. Heute vor allem Frauenmäntel. Es ist auch vor allem ein Frauenkraut. Also es ist ein wunderbares Schutzkraut. Mhm. Und wir haben das schon von Generation zu Generation haben wir das in der Familie gepflückt und gebraucht. Mhm. Und meine Mama und meine Ondegeta, die Tante von mir, die haben das immer gesammelt. Und zusammen mit Taubnesseln und Schafgarben haben sie immer gesagt, also wenn man diese drei Kräuter hat, dann hat man als Frau das Leben lang keine Beschwerden. Und gibt es auch Salbe aus dem? Für Salbe mache ich auch. Es gibt so eine. Ich habe ein altes Rezept. Wo überliefert worden ist von Generation zu Generation, wo es 21 Kräuter drin hat. Mal schauen, bin ja gespannt, ob die Pirmina Caminada eine Salbe oder sonst ein Wundermittel hat für meinen Ellenbogen. Jetzt habe ich hier Wacholder drin und wunderbare andere Kräuter. Jetzt tun wir das gerade mal ausprobieren. Den Ärmel hochlitzen, genau. Ja, das räuchert schon schön. Und jetzt mit dem Ellbogen kann man direkt drüber heben. Und und das ist wie beim Kochen auch. Tut man immer ein bisschen rühren. Und mit den Federn kann man es. Ist das für eine Schamanenfeder? Das ist eine Nadlerfeder. Okay. Also es sind wirklich jetzt da die ätherischen Öle, die hier jetzt wirken. Mhm. Das Räuchern als Heilmethode, als solches, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es kommt jetzt immer mehr. Es braucht ein bisschen Zeit. Also bis sie etwas merken, wird es jetzt etwa 20 Minuten gehen. Aber und wie lange muss man es drüber heben? Ja, so ein paar Minuten noch. Mhm. Mögen Sie noch? Nochmal, das schaffe ich noch. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, wie die Räucherei wirkt. Mich haben die Begegnungen mit diesen Frauen hier oben und ihrer Heilkunst und ihrem Wissen und den alten Traditionen sehr beeindruckt. Es gibt das Christentum hier im Tal, es gibt aber auch andere alte Traditionen und zum Teil sind die miteinander gegangen und auch getrennte Wege. In der nächsten Folge von unserem spirituellen Weg sind wir wieder unterwegs im Bündnerland auf einer alten Handelsroute, auf einem alten Pilgerweg. Wir werden auch in Zitail sein, dem höchsten Wallfahrtsort von Europa. Bis bald.